bin Ben. Ich bin Chaya. Und wir sind die Gang. Auf unserer Platte geht's um Nudeln, um Essen, um Eis, um Tiere. Und um doofe Erwachsene, würde ich sagen, ja. Oder? Die ganzen Großen machen bla bla bla. Die ganzen Großen machen bla bla bla. Bla bla bla. Wir haben die Lieder angefangen zu schreiben, da warst du so 5. Jetzt bist du 9, also von 4 Jahren. Ganz oft saß ich halt auch mit dir oder Antonia zusammen und es war so, spiel mal was, dann spiel ich was, okay, dann irgendwas zum Mitsingen. Mhm. Und so, und ihr wolltet halt immer mitsingen. Ja. Ihr wolltet nicht nur, dass ich euch was vorspiele, sondern dass ihr wolltet auch mitmachen. Das Prozedere war so, dass Matze hat eine ganz besondere Art, Gitarre zu spielen, die sogenannte Bumm-Gitarre. Genau, er spielt so perkussiv. Und das ist die Grundlage für die ganze Platte, also man hört kein Schlagzeug. Mhm. Außer für so einen Film manchmal, aber man hört kein durchgespieltes Schlagzeug auf der Platte. Mhm. Und das, daraus haben wir dann die Loops gebastelt und dann hat Spange die Bässe und die Keyboards eingespielt. Weißt du noch? Unser Anspruch war eigentlich, die Produktion so zu machen, dass es, wenn man die Texte wegnimmt, auch eine Erwachsenenplatte sein kann. Mhm. Also, dass es wirklich fett klingt und gut klingt. Mhm. Und man sich Mühe gibt in der Produktion. Das ist eine Sache, die ich oft vermisse bei Kindermusik. Mhm. Und die Inhalte aber ganz klar für Kinder sind. So. Oder halt für Familien, sagen wir mal. Also, ich glaube, es ist eine Familienplatte. Und wir haben die auch in der Familie gemacht. Das passt eigentlich ganz gut. Und er sagt Quark, willst du mit mir gehen? Ich würde mit dir kriechen über alle grünen Wiesen. Er sagt Quark, willst du mit mir gehen? Ich würde mit dir kriechen über alle grünen Wiesen. Machen wir noch eine Platte, meinst du? Erstmal die rausbringen.